Der Sound ist auch absolut passend. Bisher gefällt mir, was ich sehe. Wartet hier. Ich gehe und helfe Doc. Sicher? Ist Doc okay? Ich hatte kurzzeitig völlig vergessen, was ich eigentlich tun sollte. Ich sehe sofort nach ihm. Mhm. Hazul? Hazul, Beeilung! Wir müssen Doc retten! Ja, wie immer. Du hast recht. Ich schaff das auch allein. Ich will mir nochmal ganz kurz nachgucken, ob ich den Mantel so aufbekomme. Ja, sicher. So, hier kann ich einen kleinen Notiztitel mir aufschnappen. Ne? Hier kannst du quasi kleine Notizen verfassen. So, was haben wir noch? Ist das so eine Art Hilfe? Aha. Von innen verschlossen. Und nein, ich kann nicht über den Zaun klettern. Ein Riss in der Jacke und mein Inventar wäre futsch. Erkenne, dass du eine Comicfigur bist. Ich nehme an, du bist wegen des dicken Mannes hier. Ja. Hat er schon irgendwas kaputt gemacht? Nein, er verhält sich ganz ruhig. Überzeuge dich selbst. Er ist vor dem Fernseher. Das hätte ich kommen sehen müssen. Warum hängen da Studio? Was? Hier bist du also. Was ist passiert? Ich sitze in einem Käfig, Pizzaboy. Ich dachte, du wärst klug genug, um das zu bemerken. Du könntest dich in einen Werwolf verwandeln und dich selbst befreien. Warum hast du das nicht getan? Ich bin damit beschäftigt, über die Fehlentscheidungen meines Lebens nachzudenken. Dich einzustellen zum Beispiel. Außerdem besteht der Käfig aus massivem Silber. Werwölfe sind leider total allergisch gegen Silber. Soll ich den Käfig hochheben? Oh, ich hab dich zwar eigentlich gerufen, weil Candle Cove läuft und ich den Fernseher nicht einschalten kann, aber wenn du schon mal da bist, warum nicht? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du mir hilfst, aber du könntest mich befreien, dann könnte ich nach oben gehen. Dort versteckt sich ein Verdächtiger aus meinem Fall. Er hat mich in diesen Käfig gesperrt und ich möchte ihm jetzt Auge in Auge begegnen. In Ordnung. Okay. Das kann ich mir alles angucken. Kann ich mit ihm hier nochmal reden? Wie lange muss ich noch warten, bis du den dicken Mann aus dem Käfig holst? Ich hatte überlegt, ihn dort zu lassen. Vielleicht fütterst du ihn und wir machen eine Attraktion aus ihm. Wie im Zoo. Ja, du hast keinen Sinn für Humor. In diesem Fall nicht. Das stimmt. Ausnahmsweise. Doc! Sprich mit mir. Wie bist du überhaupt da reingekommen? Männer wie ich stolpern an jeder Ecke über Feinde und Gefahren. Du hast dich einfach hingesetzt und dabei eine Falle ausgelöst, die den Käfig über dich gestülpt hat. Stimmt's? Das trifft es ziemlich gut, ja. Was genau hat dich in dieses Motel geführt, Doc? Ich habe eine Spur in dem Fall verfolgt. Willst du wissen, wohin sie führt? Nach oben? Bingo. Bist du sicher, dass du nicht versucht hast, bei deiner Klientin zu landen? Beides schließt sich nicht unbedingt aus. Was soll ich tun? Was soll ich jetzt tun? Wie kann ich dich befreien? Du machst das noch nicht lange, was? Und du bist garantiert kein Naturtalent. Siehst du das Seil oben auf dem Käfig? Das ist ein visueller Hinweis. Finde einen Weg nach oben, dann siehst du schon, was du ausrichten kannst. Große Hoffnung habe ich allerdings nicht. Mit der Einstellung lasse ich dich vielleicht einfach da drin, Doc. Schon gut. Okay. Es gibt einen Keller. Jetzt ist die Innenseite meiner Jacke voller Haare. Was hab ich da? Einbalsamierte Katze, alles klar. So, ich muss nach oben.
Hey, Hundchen. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Das heißt bestimmt Hallo. Du gestattest, dass ich dolmetsche, Pizzaboy. Ich spreche nämlich fließend hündisch. Er sagt, du sollst dir deinen nächsten Schritt gut überlegen, sonst ist es dein letzter. Okay. Was sind denn da für Bilder an der Wand? Er ist ein Nachfahre von Cerberus, ein echter, leibhaftiger Dämon. Und er wird dich aufschlitzen und deine Eingeweide fressen. Ist klar. Meine Güte, du höllischer Unhold. Und mit demselben Maul leckst du sonst deine Eier? Ich kann nicht übersetzen, was der Hund gesagt hat. Es ist zu schrecklich. Glaub mir, Yuriko, ich tue dir damit einen Gefallen. Okay, dann sollte ich vielleicht einen anderen Weg suchen. Ich hab doch die Katze. Hunde stehen doch auf Katzen. Mit Hund. Das sieht jetzt nicht nach einer Reaktion aus. Er hasst die Katze mindestens so sehr wie mich. Ach, es ist deprimierend, wenn man in der Hackordnung so weit unten steht. Dann nehme ich sie halt wieder mit. So, ich gehe mal hier in den Keller. What the fuck? So, was haben wir hier? Lichtschalter. Lichtschalter. Kann ich berühren. Was hier? Was ist das? Gucken. Immer gucken. Eine Auswahl verschiedener Anzüge. Vielleicht für Kostümpartys. Ich bin mit meiner Jacke sehr zufrieden. Sie sieht echt cool aus und bietet viel Platz in den Innentaschen. Ein riesiger Ofen. Ob der noch funktioniert? Ja, vor allem, wieso ist er nicht an? Das kann ich nicht aufheben. Endlich kann ich mir meinen Kindheitstraum von einem eigenen Spielzeuglaster erfüllen. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem heißen Baby ein paar Runden im nächsten Sandkasten zu drehen. Ich werde König und alle anderen Kinder wollen mit mir spielen. Das ist meine Chance, endlich beliebt zu werden. Oder ich helfe damit einfach nur meinem faulen Boss. Ich fand die erste Variante jetzt nicht schlecht. Mehr kann man hier nicht anfassen, ne? Hier gibt's sonst nichts. Was ist das? Hab ich jetzt wieder den Ofen? Ein riesiger Ofen. Ja. Okay. Entschuldigung, wenn ich mal so Texte ab und zu abbreche. Aber die brauchen wir uns ja nicht doppelt anhören. So, jetzt bin ich wieder hier. Was habe ich denn alles? So etwas hätte ich mal in der Grundschule zeichnen sollen. Seht her, das Katzenmobil. Katzenmobil. Patent angemeldet. Das Katzenmobil. So, ich gehe mal davon aus, dass so ein bewegliches Katzenattrappen-Dingsi den Hund etwas mehr interessiert. Gucken wir mal. Yes! Okay, das wäre erledigt. Jetzt sollte ich nach oben gehen und einen Weg zur Befreiung von Doc finden. Jawohl, nach oben gehen. Oberes Stockwerk. Ich kann wieder runter, ich kann die Zimmer... Fangen wir mal rechts an. Komm echte Zweifel dir, nehme stets die rechte Tür. Sie sieht sehr bequem aus. Sie ruft mich. Aber halt! Ich muss wieder stehen. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Was? Das Regal ist voller Reinigungsprodukte und Make-up. Seltsam. So viel Make-up? Badewanne? Was würde ich für ein schönes, warmes Bad geben?
Aber nicht in dieser Wanne. Der Duschkopf hängt so tief, das ist nur was für Zwerge. Notiz an mich selbst. Doc fragen, ob es Zwerge wirklich gibt. Handtuch, Bild, Waschbecken, Wäschekorb. Sonst nix, okay. Ja dann, 419. Was zum... Eine Leiche? Das muss Docs Verdächtiger sein. Heißt das, es gibt wirklich einen Fall? Ich dachte, er wäre auf einer völlig sinnlosen Suche. So langsam wird's ernst. Ich muss Doc sofort hier raufbringen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er ist auf alle Fälle tot. Mollig beschreibt die Proportionen dieser Leiche nicht mal im Ansatz. Das muss etwas mit Docs Ermittlungen zu tun haben. Und ich dachte, er hätte Ärger gekriegt, weil er wieder Unsinn gemacht hat. Was hier offen liegt. Oh, Fenster. Dieses Fenster führt zum Friedhof. Der Hund kümmert sich um die Katze. Alles klar, was kann man hier noch? Ja, den hat man schon. Ah, hier ist eine Kurve. Ah! Der Hebel ist mit dem Seil verbunden, das über die Balken an der Decke und dann durch den Boden nach unten führt. Dann... Pitcher Boy, du hast ja den Käfig hochbekommen. Es hat zwar eigentlich zu lange gedauert, aber du hast es geschafft. Hey, Moment. Wer bist du? Aber das kann nicht sein. Du bist tot. Was geht hier vor? Hörst du mich? Nein. Nein. Nein! Der Fluch ist real. Lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. Wage es nicht. Hey, Doc! Was ist denn da unten los? Bist du okay? Doc? Verdammt, die Tür ist zu. Ich sitze in der Falle. Ich muss hier raus und ihm helfen. Tür zu, Fenster. Theoretisch ist das ein Weg nach draußen. Aber es gibt hier nichts, das meinen Sturz abfedern könnte. Was kann denn den Sturz abfedern? Die Matratze? Er ist zu dick. Ich glaube nicht, dass ich den irgendwo hintragen kann. Den wollte ich auch nicht, aber ich wollte echt die Matratze. Kann ich den Hebel nochmal irgendwie... Der Hebel ist mit dem Seil verbunden, das über die Balken an der Decke und dann durch den Boden... Ich habe Doc schon aus dem Käfig befreit. Jetzt muss ich nach unten. Vielleicht mit dem Seil? Kein Seil? Das Gewicht ist mit dem Seil verbunden, das den Käfig unten hält. Vielleicht kann ich das Gewicht des Seils nutzen. So viel zum Thema unveränderter Tatort. Ups. Ups. Sorry, Großer. Es tut mir gar nicht leid. Nein, tut uns nicht. So, aber jetzt, kann ich jetzt? Achso, nee, oder? Gucken. Jetzt da. Wenn ich auf die Leiche falle, könnte ich meinen Sturz abfedern. Sie hat diesen teuflischen Hund getroffen. Habt ihr euch Limbo angeguckt? So hier mit... Leichen nutzen? Wenn ich auf die Leiche falle, könnte ich meinen Sturz abfedern. Sie hat diesen teuflischen Hund getroffen. Ja, ich... Okay. Also. Wird schon schief gehen. Autsch. Ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Was mache ich da nur? Doc braucht mich. Ich darf keine Zeit verlieren. Warum fällst du nicht einfach auf die Matratze, die genau nicht mal einen Meter daneben liegt? Was kann ich hier machen? Raten? Hier sollte liegen der Ben, der ertrunken, Körper und Seele auf ewig versunken. Ein gruseliger Baum. Er hat immer alle und jeden Küken genannt. Im Kugelhagel wurde er selbst als Bluthahn bekannt.
Ob schon kurz nur seine Herrschaft war, doch unser Häuptling bleibt er immer da. Also ich habe die Lokalisierung des Spiels auf Deutsch umgestellt, damit ihr sie auch wisst, was sie bewahrte stets eine kultivierte Pose. Jetzt folgt sie dahin. Alle Teile sind lose. Ich finde die Übersetzung bisher gar nicht schlecht. Also das ist ziemlich gut gemacht. Das Spielzeugauto kann ja nichts mehr machen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er ist auf alle Fälle tot. Das muss etwas mit Docs Ermittlungen zu tun haben. Und ich dachte, er hätte Ärger gekriegt, weil er wieder Unsinn gemacht hat. Ah, hier kann man raus. Okay. Hey! Die Tür zum Friedhof wurde von innen geöffnet. Wie praktisch. Wie praktisch? Doc? Ich möchte zu Doc. Ich will zu meinem Doc. Hey, Doc! Eigentlich liebe alles ich klar? Rezeptionist? Doc? Verdammt, Doc ist weg. Er ist wirklich weg. Was soll ich jetzt machen? Hey Jungs, habt ihr zufällig gesehen, dass Doc das Motel verlassen hat? Nein, aber wir haben dich aus einem Fenster springen sehen. Nicht besonders elegant. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich glaube, er steckt irgendwie in Schwierigkeiten. Du meinst in noch größeren Schwierigkeiten? Ja, ich glaube, er wurde entführt. Und ich weiß nicht, wo ich mit der Suche anfangen soll. Oh nein, er ist mittlerweile bestimmt tot. Was sollen wir tun? Keine voreiligen Schlüsse. Wenn jemand ihn töten wollte, hätte das wahrscheinlich schon längst getan und die Leiche zurückgelassen. Er ist zu schwer, um ihn einfach mitzuschleppen. Dann wirst du jetzt wohl deine Fähigkeiten als Detektiv unter Beweis stellen müssen. Was würde Doc tun? Er würde sie um Rat fragen. Nicht sie! Ihr meint doch nicht etwa... Oh, ernsthaft? Wie kann man die Spannung aus einem Spiel herausnehmen? Man fragt nach einer App-Store-Bewertung. Oh. Seid ihr wegen Miss Chen hier? Geschäftlich oder zum Vergnügen? Wir brauchen ihre Hilfe, um unseren Freund zu finden. Also geschäftlich. Wartet bitte hier. Miss Chen wird euch gleich empfangen. Ich weiß nicht, warum wir immer wieder hierher kommen. Sie ist ein... Hör auf, Mann! Erweise der Frau ein wenig Respekt. Doc hält sie für hilfreich. Und im Moment ist sie vielleicht die Einzige, die uns weiterhelfen kann. So, Miss Chen wird euch jetzt empfangen. Da ihr euren Mund nicht halten könnt, gehe ich alleine rein. Yoriko, in deinen Augen ist ein Glanz, der traurig wirkt. Komm und sag mir, was sich hinter deinem Besuch verbirgt. Das ist eine lange Geschichte. Erzähle sie mir ganz, mit allem blutigen Firlefanz. Miss Jen. Doc in einem Käfig? Wie eine Show im Varieté? Wie geht es weiter? Schnell, damit ich auch das Ende sehe. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen lächerlich, aber so war es. Und als ich zurückkam, war Doc weg. Swoosh! Bitte, Yoriko, lass die Geräusche weg. Sonst werde ich nervös und das hat keinen Zweck. Verzeihung. Jedenfalls ist Doc verschwunden. Und der Rezeptionist auch. Es war niemand mehr da. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Schicksale deiner Ermittlung und der von Doc sind verbunden. Um den einen zu finden, muss die andere beendet werden, ganz unumwunden. Suche Augen, die etwas gesehen. Und benutze dein Können, damit sie es verstehen. Du meinst den Rezeptionisten? Aber wo der ist, weiß ich doch auch nicht. What the fuck? Hast du das gehört? Als wäre jemand aus unserem Auto geschlichen und hätte sich irgendwo in der Nähe versteckt. Basul. Ja, ich auch nicht. Der Rezeptionist wäre möglich, ganz recht. Doch mein Vorschlag lautet anders und ist auch nicht schlecht. Ich dachte daran, die Toten zu befragen. Denn wer nicht fliehen kann, hat vielleicht was zu sagen. Die Toten? Wie? Du willst Doc Mendoza finden.
Darum sei schlau und krieche ganz tief hinein in den Kaninchenbau. Du musst nicht verzweifeln oder beten gar. Der Kontakt zu den Toten ist einfach, echt wahr. Hier in Chinatown kannst du ein Zauberbuch finden und damit kurz deine Seele an die eines Toten binden. Finde alle Zutaten mit offenem Blick und das Ergebnis wird toll, ganz ohne Trick. Nur 69,99 pro Stück. Ich habe aber kein Geld. Ich bin ein unbezahlter Praktikant. Dann wünsche ich dir viel Glück. Kannst du mir wenigstens sagen, welche Zutaten ich dazu brauche? Du musst einen Kreis auf den Boden malen. Dann verläuft die Reise sicher und ohne Qualen. Mit einem Bleistift? Ich würde eher zu Kreide raten. Und weniger reden, sonst gibt's keine Taten. Nun eine Kerze mit feinem Aroma. Dann sinkt dein Geist in traumhaftes Koma. Koma? Mir gefällt diese Idee immer weniger. Eine Silberkette wird dir wirklich nützen. Sie soll dich nämlich rundum beschützen. Lies so dann aus dem Buch vor. Verständlich und laut. Dann ist's fast geschafft und du fährst aus der Haut. Zum Abschluss wird Schwarzpulver geworfen. Doch nur eine Prise. Wegen der Show, versteht sich, denn sonst käm's zur Krise. Okay, ich fasse zusammen. Rezeptionist und Zauberbuch finden. Ein Stück Kreide, Silberkette, Kerze mit Geruch und etwas Schwarzpulver. Alles klar. Und ich werde weiter dich belehren. Du kannst bei Zweifeln wiederkehren. Eins noch, es ist gefährlich, wenn man andere besucht. Ein Elektroschocker? Falls jemand außer mir dich zu küssen versucht. Danke. Bis dann. Wir haben einen Elektroschocker. So, was gibt's hier noch? Ich nutze einfach mal die Lupe. Einfach, weil ich will nicht einfach irgendwo blind rumtippen. Ah, Kerze. Ja, wir brauchen noch eine Kerze, oder? Eine ganz normale Kerze. Keine Besonderheiten, nur eine Kerze. Ja, dann nimm sie mit. Eine ganz normale, geruchlose Kerze. Die wird bestimmt niemand vermissen. Ah. Okay, wir nehmen sie mit. Noch irgendwas hier? Nö. Okay, dann raus aus der Tür.